Herzlich willkommen, Leute. Eine neue Folge von The Long Dark. Da haben wir ja einige Sachen erfahren jetzt hier, ne? Die gute Molly, für die ich sie gehalten habe, heißt eigentlich Jace. Ne? Also ist wahrscheinlich doch eine andere Frau, mit der wir hier die ganze Zeit geredet haben. Und wir haben jetzt die Aufgabe, ja, mit zu sabotieren, die Insassen, damit die hier nicht diesen Donner befreien können. So, jetzt gucke ich erstmal, habe ich hier überhaupt schon alles durchsucht. Ich muss erstmal wieder die Steuerung lernen. Das wäre ein Weilchen her. This stuff will come in handy. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gerade mit dabei habe. Das wird ja noch spannend werden. Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Befürchtung. Die hat ja gesagt, wir sollen ja irgendwie einige Kabel rausreißen, Sicherung und so weiter. Dass das vielleicht die Stelle ist, wo wir ja zuletzt mit seiner Frau waren. Wo wir die Sicherung wieder eingesetzt haben. Das wäre ja höchst ja, ungut. Hope nobody needs this anymore. Den Riegel nehme ich mal mit. Ja, gucken wir mal. Schön auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Skihandschuhe, die hätte ich noch nie. Ich gehe mal davon aus, dass die bestimmt besser sind. Mal gucken. Ja, naja. Zustand ist jetzt nicht so sehr gut, ne? Sind auf jeden Fall besser wasserabweisend und haben ein bisschen höheren Schutz. Verlangsamen uns aber auch. Ja, mit was könnte ich denn die reparieren? Mit Stoff? Ich glaube, ich lasse die erstmal liegen. Und vielleicht hole ich es ja noch. Mal gucken. Ach, hier haben wir doch Stoff. Gut, dann probiere ich das mal. Ich werde die gleich mal reparieren. Und gucken, ob das dann besser ist. Oh, hier kann ich wieder raus. Alles klar. Die Treppen kann ich nicht runter. Also Leiter meine ich. Nicht die Treppen. Gut, nimm mal die Schuhe, die Handschuhe mit. Hä? Was? Inventar kaputt? Die haben jetzt irgendwas geändert. Es gab jetzt irgendwie ein Update, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Dass jetzt plötzlich was anderes eingeblendet war. Gut, ich hatte gesagt, die hier reparieren. Aktionen reparieren. Oh, das Nähzeug ist gar nicht mehr so gut. So, gucken, wie sie jetzt drauf sind. Ich, hey, 0,8 und trotzdem geht hier der Pfeil runter. Ja, ist natürlich auch schwerer. Darf ich auch nicht vergessen. Irgendwie würde ich die fast lieber nehmen, aber... Ach komm, machen wir das mal. Sieht doch wunderschön aus mit diesen schönen roten Handschuhen. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Legen wir die mal ab. Okay. Mal gucken. Ich wollte eigentlich mal hier auf Tab gucken. Tab geht nicht mehr. Was jetzt genau die Aufgabe ist. Sabotiere den Verriegelungsmechanismus. Ja, mal gucken, wie wir das jetzt machen. Hier sind wir. Es muss ja irgendwie in der Nähe vom Kraftwerk sein. Trinken müsste ich mal wieder was. Noch ein bisschen was dabei. Limo einmal. Trinke ich erstmal hiervon. Alles klar. Das ist jetzt quasi die andere Seite. Gut, da muss ich nicht lang. Kann so schön aussehen mit dem Schnee und fließendem Gewässer. Paletten. Ich bin ja wirklich gespannt, ob wir uns am Ende entscheiden müssen, ob wir den Gefangenen doch helfen. Oder ob wir eben die sabotieren.
Ja, irgendwie doof, finde ich, wenn man das entscheiden müsste, weil ich wüsste nicht, warum. Remember what Jace said. Locking mechanisms. Weil warum sollte Mackenzie jetzt zu den Bösen überlaufen? Ich kann die löschen? Oh, das dauert. Oh shit, das war jetzt bestimmt schlecht. Ah, ich kann die einfach so anzünden, ohne Feuer. Ohne Feuerzeug, beziehungsweise, was wollte ich sagen? Streichholz. Oh Gott, aber da sehe ich jetzt gar nichts. Okay, was haben wir denn für Lichtquellen? Ich nehme jetzt erstmal ein Streichholz. Ich will erstmal gucken, wo es da lang geht. Oh, ist aber lange dunkel hier. Ah, da ist das nächste Licht. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Aber wer kümmert sich eigentlich um die Lampen hier, dass die auch hell bleiben? Oh Gott, ich muss mir doch mal ein Streichholz anmachen. Es wirkt so, als wäre hier noch mehr. Tatsächlich. Arbeitsauftrag. Okay, hier muss ich mir das gleich mal genauer angucken. Ich wünschte, ich könnte die Lampen da abnehmen. Aber gut, dann mache ich doch mal eine Fackel an. Ich glaube, ich werde hier noch ein Weilchen rumlaufen. So, Schlafsack habe ich. Müsste ich noch haben. Ich guck mal nach. Wo ist der? Da. Da unten ist er. Der ist noch okay. Trockenfleisch nehme ich mal mit. Den Brandbeschleuniger. Neue Magnesiumfackel. Wollohrenwärmer. Ich glaube, der ist schlechter, oder? Ja, ach nee, den hat er jetzt. Na gut, okay. Wenn er den so mitnehmen kann. Ein weggeworfenes Schwarzfels-Memo. Wartungsschicht 355. Mitarbeiter melden Druckverlust bei der Abnahme von Strom für die interne Erkennung der Zellensteuerung, insbesondere in den abgesonderten Bereichen 4 bis 7. Die Dampfleitungen und Ventilschalter müssen auf eine angemessene thermische Regelung überprüft werden. Außerdem müssen gegebenenfalls erforderliche Reparaturen geplant werden. Hatten die also schon Probleme hier, ja? Na gut, das Buch lasse ich jetzt hier stehen. Das brauche ich nicht unbedingt. Oh. Ja, wahrscheinlich indem ich das Dampfventil aufmache. Geh mal dort weg. Oh Gott, hoffentlich befreie ich den im Ende nicht wirklich. Der Dampf bewegt sich, okay. Ah, eine Sturmlaterne. Ich weiß gar nicht, habe ich Lampenöl? Habe ich ein bisschen mit, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich lass die mal stehen. Die bleiben auch hier. Ja, Lampenöl, ne? Nimm's mal mit und die Gipfelbrause. Aber ich lasse die trotzdem erstmal liegen. Ah, jetzt kann ich erstmal hier Licht anmachen. Dann finde ich hier manchmal zurück. Gut, ich bin jetzt rechts abgebogen, okay. Leite Dampf durch den Komplex, um die Tür zum Kontrollraum aufzutauen. Ist das hier der Kontrollraum? Geht das schon hier? Nee, ist noch gefroren. Zieh die Druckanzeige an, um den Dampfdruck für jedes Rohr abzulesen, okay. Aber natürlich schaue ich mich vorher um. Neues Wollhemd. Oh, das gucke ich mir gleich mal an. Revolver. Wir hatten noch Revolver, ne? Sweatshirt lasse ich hier. Muss eh schon langsam wieder mal gucken wegen dem Gewicht. Sweatshirt. Mackenzie's Pullover. Ja, das ist sogar besser. Dann können wir das hier lassen. Okay. Ich hoffe mal, ich verbrenne mich nicht. Hier ist der Druck niedrig, niedrig, alles niedrig. Und hier ist er hoch.
Oh Gott. Ich muss da eigentlich zumachen. Weil hier geht ja der Druck ab. Ich brauche das, ich muss ja unten lang gehen. So. Jetzt geht er da lang. Und ich muss den da hinterführen. Das heißt, ich muss den hier oben. Hat das Stand schon geschlossen? Eigentlich jetzt offen. Ja, warte mal, den muss ich zumachen eigentlich, würde ich sagen. Den müsste ich auch zumachen, aber der ist noch gefroren. Das heißt, ich muss erstmal hier den Dampf durchleiten. Genau, das ist jetzt zu, genauso wie hier. Offen. Da kommt welches raus, wo es wahrscheinlich nicht sollte. Dampfrohr. Das heißt, ich muss wahrscheinlich doch erstmal hier zumachen. Und das drumherum führen, damit das auftaucht. Auftaut. So, das reicht aber noch nicht. Muss ich beide immer offen. Das hier müsste doch noch aufgemacht werden. So, jetzt sind alle offen. Sehr gut. Das heißt, ich kann das wieder zumachen. Und das auch. So, jetzt geht hier der Druck weg. Und jetzt führe ich den da unten durch. Hier kommt es natürlich da raus. Ich glaube, oh, das platzt bald. Oder ich muss einfach nur hier noch aufmachen. Das reicht nicht, ne? Wahrscheinlich ist das so gedacht, weil das Rohr hält das nicht aus. Das heißt, ich muss es andersrum führen. Ich muss einfach probieren. Hält meine Fackel echt immer noch? Oder nehmen doch oben lang. Aber dann geht es halt auch oben weg. Das war jetzt eigentlich das Problem, was ich gesehen habe. So. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Ich glaube, dann mache ich es doch wieder andersrum. Ist halt das Maximum, was ich hier rausholen kann, würde ich sagen. Wenn ich da unten nicht irgendwie ein Rohrstück anbringen kann noch. Runter. Dann noch auf. Gott, schnell weg, bevor das hier explodiert. Gut. Ja, die kannst du jetzt wegwerfen, ne? Das reicht nicht, es muss ja auftauen. Shit, was mache ich hier falsch? Druckanzeige hatte ich ja jetzt überall geprüft. Da war nichts zu machen. Und hier kann ich halt nichts. Wenn ich das jetzt hier öffne, würde es bis dahin gehen. Das hilft mir nicht. Ich gehe erstmal woanders hin. Schon mal hier mit Streichhölzern bewaffnen. So, hier fällt es irgendwie ab. Gut, das bringt mich nicht weiter. Habe ich hier noch gar nicht reingeguckt. Das ist doch kein Handy. Nö, das kann alles hier bleiben. So, hier geht es auch nicht weiter. Oh shit. Das sieht. Oh Gott, das sieht nach dem sehr großen Projekt aus. Oh Mann. Ja, ja, mach erstmal die Laterne an, bitte. Dass ich hier was sehe. So, das kriege ich nicht auf. So, was ist hier noch drin? Could end up being Verband, ja. Antibiotika, Energieriegel, lasse ich alles mal hier. Okay. Das
heißt, hier ist alles gefroren. Ich schätze, ich muss doch da, wo ich eben war, weitermachen. Kann ich nicht irgendwie Feuer ranhalten oder so? Kohle. Und eine Feuertonne. Hilft mir das denn jetzt irgendwie? Wenn ich das mache? Gucken wir mal. So, was haben wir hier? Lampenöl würde ich gleich mal verwenden dafür. Und was können wir reinmachen? Looks like it worked. Ja, würde ich sagen, ne? Eigentlich müsste das doch dann auch das Feuer auftauen können. Ich leg mal noch ein bisschen Kohle nach. Ist das hier unendlich Kohle? Das scheint aber dem Rohr hier nichts hinzuzufügen. Ich esse mal kurz was. Oh Gott, das Trockenfleisch. Ich hoffe, das ist noch gut. Oh. Ich hab's überlebt. So, kann ich noch gleich noch ein bisschen was anderes hinterher essen hier? So ein Müsli-Riegel zum Beispiel. So, dann speichere ich mal an der Stelle. So, zurück. Warte mal, wenn ich das hier... Das ist jetzt offen. Muss ich das vielleicht schließen? Ich probiere das mal eben. So, jetzt geht hier der Druck weg. Das geht ja nach hinten. Wahrscheinlich hat das überhaupt gar keinen Effekt für mich. Ach, dann ist der Dampf hier ganz weg. Ach, ich verstehe. Das heißt, das muss offen sein, damit überhaupt erstmal was hier hinterkommt. Hm, ich muss mal kurz da unten schauen, ob da noch was war, was ich vielleicht übersehen habe. Diese Heizkessel hier oder was das sind. Nicht so aus, als könnte ich hier irgendwas machen. Und hier die Rohre. Da ist ja noch ein Rohr. Konnte ich vielleicht noch ein anderes aufmachen? Da war nichts. Da auch nicht. Nee. Also hier ist definitiv nichts. Na, ein bisschen durch die Dunkelheit laufen. Alter. Ich mach nochmal einen an. Komm. Bevor ich ja dann die ganze Zeit durch die, gegen die Wand renne. Da wird das Spiel ja hier noch zum Knobelspiel. Aber cool gemacht trotzdem. Also ich könnte das ja auch immer nicht hier so festhalten, Streichholz. Solange, bis es einen halb die Hand verbrennt. Ich lasse dann auch schon, glaube ich, los, sobald schon das, die Hälfte des Holzes abgebrannt ist. Viel zu früh sozusagen. Okay, was ist jetzt, wie kommen wir jetzt hier weiter? Das Problem ist, dass hier der Dampf abgeht. Kann ich das irgendwie zumachen? Da oben geht... Moment, da oben geht auch Dampf durch. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufmache, kommt da auch Dampf durch. Tatsächlich. Das heißt, also ich muss es kombinieren. Nur den schließen, damit einmal da was durchkommt und einmal da. Das könnte die Lösung sein. Ja, bitte. So, da haben wir die eine Seite schon mal frei. Können wir das schon mal aufmachen?
Okay. Und... Und jetzt? Was? Was jetzt? Okay, das kann ich jetzt hier so laufen lassen. Warte mal, hier passiert was. Au. Ah, shit. Ich muss auf den Dampf aufpassen, natürlich. Kann ich jetzt überhaupt da durch? Ich muss mich jetzt vorsichtig da entlang bewegen. So, haben wir hier noch irgendwo eine Lampe? Nee, ne? Das muss ich mit dem Licht leben hier. So, erstmal machen wir das hier auf. Damit wir überhaupt erstmal welches haben. Um Gottes Willen. Das ist ja fürchterlich hier. Also hier verlieren wir Dampf. Das muss ich ausschalten hier. Das muss aus... Okay, dann geht es hier weiter. Dann muss das aufgemacht werden. Jetzt verlieren wir wieder da oben Dampf. Das heißt, das muss zu. Warum das dann überhaupt existiert, frage ich mich da oben die Ecke. Okay, jetzt geht es hier unten weiter und muss hier wieder freigelassen werden. Jetzt geht es hier rein und könnte hier oben auch weitergehen. Da ist es aber gefroren gerade. Muss mal gucken. Es muss da dann hinter. Da ist es auch offen. Da geht es auch gerade durch. Ich könnte es mal kurz zumachen, damit es oben das auftaut. Vielleicht brauche ich das. Sehr gut. Bin nicht sicher, ob ich es brauchen werde. Deswegen... Oder Moment, vielleicht ist das sogar korrekt so. Aber wenn ich das hier zu... Ne, hier habe ich... Ne, das ist gefangen jetzt. Das bringt nichts. Das heißt, geschlossen. Mache ich erstmal hier wieder auf. Okay. Ist hier ein Leck oder so? Kommt nicht der ganze Dampf an, okay. Und es wird auch nicht frei. Okay, das heißt, ich muss doch anders vorgehen. Also nochmal da hochleiten. Und hier, damit es oben frei wird. Hat sich jetzt was getan? Kriege ich das nicht frei, ne? Wenn ich das zusätzlich aufmache? Okay, jetzt ist das quasi frei. Kann ich es hier zumachen? So, und schon einmal volle Ladung. Also, hä? Warum... Das müsste doch... Moment, ach, ich verliere ja Sachen. Okay, das heißt, ich muss das doch hier rüber lang führen. Okay. Aber jetzt habe ich doch gar nicht mehr so viel Druck. Oder über beides. Ich kann es probieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt was bringt. Ich verliere dann trotzdem noch Dampf. Nee, irgendwas übersehe ich noch. Da geht es jetzt überall voll durch und da oben nicht.
Das ist komisch. Da geht's dann aus, wenn ich dazu mache? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das Rohrsystem hier scheinbar gerade nicht. Also das muss offen sein. Was ist denn, wenn ich jetzt hier zumache? Ich muss jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Dann fehlt es hier natürlich völlig. Oder ist das wieder ein Extradampf, dass das hier an zwei Stellen dann kommt? Ja, das kam an zwei Stellen. Es kommt hier unten durch. Deswegen muss das zu sein. Und dann kommt es von hier durch. Okay, passt. Sehr schön. Gut, haben wir das auch fertig. Dann geht es jetzt wieder zurück. Schön vorsichtig. Moment, kann ich hier vielleicht gleich mal Kohle nachlegen? Dann könnte ich hier mal was essen. Was machen wir denn Schönes? Schweinefleisch. Ja, da haben wir noch eine, die nicht mehr so gut ist. So, hinter damit. Ich glaube, dann lege ich mich erstmal schlafen. Ich weiß gar nicht, ob es hier warm genug ist. Ich speichere mal und dann teste ich das einfach mal aus. Ich würde sagen, dass es reicht, ohne Feuer zu schlafen. Dann muss ich das hier nicht am Leben erhalten. Gut, schlafen wir hier am Licht, ja? Kann ich hier nicht schlafen? Nee? Doch. Hier. Irgendwie geht's dann doch. Gut, so viel lange schlafen müssen wir eigentlich nicht. Ich würde sagen, vielleicht 8 Stunden. Okay, wir brauchen dringend was zu trinken. Erstmal die... nein, nicht das. Wir hatten noch eine Gipfelbrause, die wollte ich gern trinken. Und dann Wasser hinterher. Sehr gut. Das reicht dann erstmal. An der Stelle nochmal speichern. Und dann können wir weiter. Ich hoffe, ich komme hier unten drunter durch, ohne mich jetzt zu verbrennen. Schon gefährlich das alles. Sag bloß, das reicht vielleicht schon. Oh ja. Now it's moving. Sehr schön. Jetzt taut's überall. Und wir können wieder zurück. Dann dürfte die Tür vorne frei sein. Nee, noch nicht. Achso, ich muss ja natürlich erst aufmachen. Ich frage mich, wie lange das in Wirklichkeit dauern würde, bis so ein Rohr auftaut, wenn das so zugefroren ist. Warning, Hot Steam. Was ist das hier unten eigentlich alles? Sind das Steine? Oh, eine weitere Feuertonne und ich muss mir hier erstmal gleich wieder Licht machen. Aber ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir mal einen Cut, ne? Wir sehen uns in 2 Tagen wieder und ich danke euch, dass ihr da wart. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.